Mit dem Verdunsten der Meere beginnt der große Kreislauf des Wassers, aus dem auch die Quellen Bad Nauheims stammen. Durch Regen, über Bäche und Flüsse wird der Kreis wieder geschlossen. Ein Teil des Wassers aber dringt in den Boden ein, nimmt mit je 33 Meter Tiefe 1 Grad Erdwärme auf und löst lebenswichtige Spurenelemente und Salze des vorgeschichtlichen Zechsteinmeeres. 1000 Meter unter der Erdoberfläche fließt das salzhaltige Wasser von Osten nach Westen und belädt sich mit Kohlensäure aus der Zeit vulkanischer Tätigkeit des Vogelsberges. Aus einer Erdverwerfungsspalte am Ostrand des Taunus steigt die Kohlensäure empor und reißt die 32 Grad warme Sohle mit. Fast 2 Millionen Liter jeden Tag. Die Kohlensäure, die den großen Sprudel an die Erdoberfläche geführt hat, wird an der Luft frei. Das Eisen oxidiert, Wasser verdunstet und zurück bleibt Natriumchlorid, unser Kochsalz. Schon vor mehr als 2000 Jahren haben hier die Kelten Salz gewonnen. Im Mittelalter war Nauheim eine der bedeutendsten Sudsalinen Europas. Wasserräder, ein 600 Meter langes Gestänge, Pumpen und Gradierbauten zeugen noch heute davon. Im Sudhaus wird das restliche Wasser verdunstet. Unter dem Spiegel der Sohle wachsen Salzkristalle. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts fanden rheumakranke Salzsieder in den Sohlthermen Heilung. 1835 wurde das erste Badehaus errichtet. Die Söder hatten als erste die Erfahrung gemacht. Der Marburger Universitätsprofessor und Badearzt Benecke wertete sie wissenschaftlich aus. Er verordnete zum ersten Mal auch herzkranken Rheumatikern Kohlensäurebäder. Seine Therapie fand Anerkennung in der ganzen Welt. Und Bad Nauheim wurde ein Zentrum der Herz- und Kreislaufforschung. Hier entstand ein einzigartiges Kreislaufmodell, das die Druckverhältnisse im gesamten Blutkreislauf zeigt. Die Scheibenflasche, in der bei rundem Kreislauf nichts drin ist, repräsentiert das arterielle System. Professor Weber erhielt den ersten deutschen Lehrstuhl für Balneologie, für Bäderheilkunde, und ist maßgeblich an der Entwicklung der Elektrokardiographie beteiligt. Die Herztöne akustisch und optisch. Bei der Kreislaufuntersuchung wird als nächstes der Blutdruck gemessen. Belastungsproben geben Aufschluss über die Leistungsfähigkeit des Herzmuskels und des Gefäßsystems. Puls und Atmung sind zwei wichtige Grundfunktionen. Beim gesunden Menschen kommen auf einen Atemzug 4 Pulsschläge. Die Lungenfunktionsprüfung zeigt, wie viel Sauerstoff verbraucht und wie viel Kohlensäure ausgeatmet wird. Bei der Blutgasanalyse wird der Sauerstoff- und Kohlensäuregehalt des Blutes festgestellt. Die Röntgenaufnahme lässt hier eine ausgesprochene Herzerweiterung erkennen. In der speziellen Durchleuchtung werden Form und Lage des Herzens beurteilt. Neben der exakten Diagnose steht das persönliche Gespräch. Ja, jetzt wann hat das erstmals begonnen? Ungefähr vor 3 Jahren. Erst danach werden die Bäder verordnet, abgestimmt auf jeden Einzelfall.
Die Kurverordnung enthält außer dem Namen der Quelle genaue Angaben über Dauer und Temperatur des Bades und die Höhe des Wasserspiegels. Wie Bäder wirken, zeigt ein Versuch, den man in jeder Badewanne durchführen kann. In einem Bad mit warmem Leitungswasser schlägt das Herz schneller. Die Arterien an der Peripherie des Körpers erweitern sich und der Blutdruck sinkt. Ein kühles Bad bewirkt das Gegenteil. Der Herzschlag wird langsamer, die Arterien verengen sich und der Blutdruck steigt. Das Kohlensäurebad von 32 Grad müsste eigentlich wie ein kühles Bad wirken. Weil aber die Kohlensäure, die sich in winzigen Bläschen an der Haut absetzt, die wärmeleitenden Nerven täuscht, empfinden wir das Bad als behaglich warm. Viele tausend Haargefäße in der Haut, die Kapillaren, die vorher untätig waren, öffnen sich. Und wie beim warmen Bad erweitern sich die Arterien. Da das Bad aber in Wirklichkeit kühl ist, bleibt die Herztätigkeit langsam. So wird durch regelmäßig wiederholte Bäder das krankhaft veränderte Herz- und Kreislaufsystem allmählich normalisiert. Denn mit den Arterien erweitern sich auch die Herzkranzgefäße, deren Verschluss bekanntlich den Herzinfarkt hervorruft. Aber mit dem kohlensauren Solbad allein ist es nicht getan. Die physikalische Therapie ist genauso wichtig. Massagen, Bewegung, Sport, für jeden etwas, wie es der Arzt verordnet. Das allzu viele Fett wird beiseite geschoben. Und eine Kost, die Herz und Kreislauf schont, wird nach den Erkenntnissen der modernen Ernährungslehre zubereitet. Ein Diätkurs gibt den Damen praktische Winke und schmackhafte Ratschläge für zu Hause. Ärztlich verordnet wird auch der Spaziergang. Bei der Terrainkur sind täglich bestimmte Zeiten zu gehen, bestimmte Weiten zurückzulegen und später auch bestimmte Höhen zu erreichen. So wird der Kurgast durch Bewegung, Thermalbäder und Ernährung körperlich wieder in Form gebracht. Aber auch an seine seelische Verfassung ist gedacht, denn auch das gehört zum Herzheilbad. Innerhalb eines Jahrhunderts wurde aus dem Salzsiederdorf ein Herzheilbad. Und aus Södern wurden Badewärter, Kellner und Hoteliers.
Rund um den großen Sprudel bauten sich russische Fürsten ihre Kirche, errichteten Engländer ein Gotteshaus und setzten die Nauheimer ihre Dankeskirche an den Platz des ersten Badehauses. Ein Amerikaner dankte mit der Stiftung des Instituts. Und das Land Hessen baut das Balneologische Institut der Universität Gießen zur weiteren Erforschung der heilenden Wasser aus dem großen Sprudel.